Der goldene Schwan. Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Die lebten zusammen in einer großen Stadt. Sie hatten drei Töchter. Die erste hieß Nanta, die zweite Wadi und die letztgeborene Sumali, die schöne Blume. Die Mädchen waren eben erblüht und Vater und Mutter liebten sie sehr. Da musste der Vater sterben. Er ging in eine andere Welt und wurde als goldener Schwan wiedergeboren. Nun lebte er im Himmel, inmitten aller Freunde. Doch vergaß er die Erde nicht. Als er voll ausgewachsen war, hatte er das schönste Federkleid am Leibe und die Federn waren aus echtem gelben Gold. Als er über sein früheres Leben nachdachte, kam ihm auch die Erinnerung an Frau und Töchter. Ob sie wohl glücklich geworden waren? Er schaute hinab und musste erkennen, dass seine Töchter und seine Frau in Armut ihr Leben fristeten. Sogar Arbeit mussten sie annehmen für ihren täglichen Reis. Mitleid ergriff sein Herz und er entschloss sich, seinen Lieben zur Hilfe zu kommen. Der goldene Schwan flog zur Erde zurück und erschien vor seinen Töchtern und seiner Frau. Als die vier Frauen den Schwan sahen, wunderten sie sich sehr und fragten: »Wo kommst du her?« Der goldene Schwan antwortete: »Ich war in meinem vorigen Leben euer Gatte und Vater. Nach meinem Tode wurde ich als goldener Schwan wiedergeboren und lebe nun im Himmel. Ich bin gekommen, um euch zu besuchen. Aber was muss ich sehen? Ihr lebt in Armut und müsst euch gar euren Reis durch Arbeit verdienen? Das betrübt mich sehr. Und ich bitte euch, nimmermehr dürft ihr euch verdingen. Ich werde jeden Tag wiederkommen und jeder von euch eine goldene Feder schenken. Die Federn nehmt, verkauft sie in der Stadt und ernährt euch füderhin von dem Erlös.« So sprach der Schwan und zupfte sich vier herrliche Federn aus, die er vor seinen Lieben niederlegte. Voll Freude ergriffen sie die Federn, denn sie waren aus echtem gelben Gold. Von dem Verkauf der Federn lebten sie gut und in Reichtum und Glück. Denn der Schwan kam täglich wieder, zupfte sich vier Federn aus und verschwand, schnell wäre gekommen. Eines Tages rief die Frau ihre drei Töchter und sagte: »Ihr Kinder, eure Mutter weiß nichts über die Art wilder Tiere. Vielleicht hört der goldene Schwan plötzlich einmal auf, uns zu besuchen. Was sollen wir dann tun? Unser Glück wäre dahin. Darum sollten wir den Schwan morgen, wenn er wiederkommt, fangen und ihm alle seine Federn ausrupfen. Dann hätten wir ausgesorgt.« Die drei Kinder versprachen ihrer Mutter und riefen: »Wenn du das tust, wird unser Vater Schmerzen leiden. Wir können deinen Gedanken nicht folgen.« Wie sie sich auch sträubten, die Mutter verhärtete sich gegen ihre Gründe und wollte nicht hören. Als nun der goldene Schwan geflogen kam, um sie wie gewöhnlich zu besuchen, fing die Frau ihn und rupfte ihn kahl, denn ihre Habsucht kannte keine Grenzen. Als sie den Schwan losließ, da geschah, was sie sich nicht hätte träumen lassen. Die goldenen Federn verwandelten sich und waren alle wieder weiß wie die Federn gewöhnlicher Schwäne. Das musste geschehen zur Strafe für den Eigennutz der Frau. Als sie sah, was sie angerichtet hatte, fürchtete sie sich sehr, denn sie erkannte, dass ihr Glück dahin war. Darum nahm sie sich des Tieres an, fütterte es gut und pflegte es gesund. Sein Federkleid wuchs mit frischer Kraft, doch war es nun nicht mehr golden, sondern weiß. Traurig war der Schwan, als er seiner Frau ansah, und da seine Federn an den Flügeln wieder stark genug waren, erhob er sich in die Lüfte und flog in den Himmel zurück. Niemals kam er wieder, um seinen irdischen Lieben zu helfen. Musste er doch fürchten, wieder gefangen und seiner Federn entkleidet zu werden. Eigennutz ist von Übel. Das Glück meidet den Habsüchtigen.